Mirëmëngjes për gjithë nderuar shikues, ju përshëndes. Do të ndiqni tani intervistën që kryeministri i vendit të zoti Edi Rama ka dhënë për televizionin kombëtar gjerman në TV. Ndjekim. Albaniens Premier Rama ist zum dritten Mal zum Regierungschef gewählt worden. International macht er Schlagzeilen, weil in seinem Kabinett mehr Frauen als Männer sitzen. Und er hat angeboten, 4000 Flüchtlinge aus Afghanistan aufzunehmen. Nur mit dem EU-Beitritt geht es nicht so recht voran. Premierminister Rama, Sie kommen aus Slowenien vom EU-Gipfel. Und das war quasi nur Händeschütteln und nette Worte. Sind Sie enttäuscht? Nein, weil ich eigentlich nichts anderes erwartet hatte. Früher wären wir enttäuscht gewesen, aber wir haben gelernt, dass Europa nicht in der besten Verfassung ist. Und deswegen haben wir Verständnis dafür und machen einfach unsere Arbeit weiter. Denn wissen Sie, wir müssen unbedingt ein Albanien schaffen, das die gleichen Werte und Standards wie die Europäische Union pflegt. Und zwar nicht, weil uns Berlin, Paris oder Brüssel dazu verpflichtet, sondern weil es das ist, was wir für unsere Kinder wollen. Angela Merkel ist eine ihrer Unterstützerinnen und sie ist für die EU-Erweiterung. Werden Sie sie vermissen? Ich glaube, dass Deutschland sowie ganz Europa Angela Merkel vermissen wird. Ja, sogar die ganze Welt. Und ich denke, dass auch wir in unserer Region sie vermissen werden, denn sie hat vielleicht gerade wegen ihrer Vergangenheit eine Vision vom Balkan. Sie weiß, was es bedeutet, aus einer Diktatur, einer kommunistischen Diktatur zu kommen. Und natürlich hat sie für Europa alles in ihrer Macht Stehende getan, indem sie die Türen für Flüchtlinge geöffnet hat. Trotzdem, nach der Flüchtlingskrise sind Deutschland und die Europäische Union nicht mehr dieselben. Sie haben einen Zufluchtsort für 4000 afghanische Flüchtlinge angeboten. Und die leben nicht in Lagern, sondern in Strandhotels. Wie lange werden sie dort bleiben? Flüchtlingslager sind inhuman und ich denke, dass sie einer der Gründe sind, wieso sich manche Gesellschaftsgruppen entfremden. Die Leute sehen, wie Flüchtlinge in ihrer Nähe in Lagern zusammengepfercht werden. Wenn zu viele Menschen kommen, müssen manchmal Lager gebaut werden. In unserem Fall hatten wir eine Entscheidung zu treffen. Obwohl uns Geld angeboten wurde, Camps für die Geflüchteten zu bauen, haben wir das abgelehnt. Wir haben hier das Gleiche gemacht, was wir für unsere eigenen Leute gemacht haben, als unser Land vom schrecklichen Erdbeben im November 2019 betroffen war. Kommen wir zu Ihrem neuen Kabinett. 12 Ministerinnen bei insgesamt 17 Ministern. Sind die albanischen Frauen so viel besser als die Männer? Erstens glaube ich, dass deutsche Frauen besser sind als deutsche Männer, keine Frage. Und Angela Merkel ist das beste Beispiel dafür. Zweitens will ich sagen, dass es gar keine Absicht war. Es ist kein Kabinett, das nur so einen hohen Frauenanteil hat, um die ganze Welt mit der Diskriminierung von Männern zu beeindrucken. In meinem ersten und zweiten Kabinett war die Geschlechterverteilung sehr ausgewogen. Dieses Mal wollte ich die Besten im Kabinett haben. Es war Zufall, dass es mehr Frauen als Männer waren. Thanks a lot, Prime Minister Rama. Und damit zurück zum Sendezentrum nach Köln. Kishte intervista dhënë për televizionin kombëtar gjerman e kryeministrit shqiptar zotit Edi Rama. Ne do të shkëputemi këtu, do të vijoj programacionin e News 24 bashkë dëshimi në fleshin informativ të orës 9:30.